Und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch die Flächenstiele, wie ihr sie einsetzen könnt. Dazu habe ich mir ein neues Projekt angelegt, ohne irgendwelche Vorgaben, also dass wir komplett von vorne beginnen. Um einen Flächenstil zu erzeugen, sollten wir das auch erstmal tun. Da gehen wir auf Extras und Definitionen. Und dann haben wir hier die Anzeige Linien, Flächen, Stile und Zeichnungstypen. Flächenstile, ist mir wurscht, wie man es ausspricht. So, jetzt gehen wir auf OK. Und jetzt habe ich hier komplett alles geleert, genullt. Ich habe keinen Zeichnungstypen. Ich kann aber einen eigenen erstellen und das zeige ich auch gleich wie. Aber ich möchte natürlich erstmal einen Flächenstil haben. Ich kann jetzt hier auf Neu verwalten gehen und kann mir einen neuen Flächenstil erstellen. Ich kann dazu entweder einen vorhandenen kopieren, dann sind alle Zeichnungstypen, Einstellungen schon von dem alten sozusagen übernommen, oder ich mache einfach einen komplett neuen. In dem Fall mache ich einen komplett neuen. Ich bekomme eine eigene ID für diesen Flächenstil und ich nenne ihn einfach mal Beton in der Gruppe Subgrade, damit ich mir auskenne, dass es von meiner Gruppe ist. Ich sage OK und habe jetzt hier die 15 Beton. Ja, jetzt brauche ich natürlich einen neuen Flächenstil erstmal. Könnte ich mir jetzt einfach mit Rechtsklick weitere Ressourcen aus Standard Büro und Projekte einfügen. Das heißt, ich kann von einem anderen Projekt oder von meinem Bürostandard die Zeichnungstypen hereinladen. Will ich aber nicht, ich erstelle jetzt einen komplett neuen Zeichnungstypen. Der Zeichnungstyp soll heißen, sagen wir mal, Schallplan. Schallplanung. Also in der Schallplanung möchte ich das haben. In der Gruppe Ingenieurbau. Ja, als allererstes kann man dann jetzt hier oben sehen, dass es eine Maßstabsdefinition gibt. Das heißt, wenn ich auf Maßstabsdefinition gehe, dann kann ich zum Beispiel Linien sagen, wie die in dem folgenden Maßstab auszusehen haben. Zum Beispiel im Maßstab 1 zu 1, da soll die Stiftdicke 1,0 sein, die ist die Farbe und so weiter und so fort. Ich gehe aber jetzt auf Zeichnungstyp Definition. Das heißt, die Volllinie breit ist in Schalplan in der Gruppe Ingenieurbau Subgrade ein 0,25er Stift mit Strich 1, Farbe Schwarz. So, so soll das sein. Ich lasse es auf Schwarz. Aber was ist jetzt der Flächenstil? Der Flächenstil, der kann jetzt mit einer Schraffur, mit einem Muster oder einer Füllfläche belegt werden. Das heißt, ich sage jetzt, dass der Beton, ich mache mal noch einen zweiten Zeichnungstyp. Ich benenne den Bewährungsplan. Macht ja Sinn. Planung und suche mir die Gruppe Ingenieurbau Subgrade aus. Und jetzt möchte ich, dass der Beton einmal im Schallplan grün ist und im Bewährungsplan grau. Warum? Damit ich die Bewährung einfach sehe. Im Schallplan, also Füllfläche wählen, dann holen wir uns irgendeine Nummer raus, machen wir mal so ein dezentes 76 und in der Bewährungsplanung möchte ich das Ganze in einem dezenten 30 vielleicht haben. Genau. Und in der Schallplanung möchte ich noch zusätzlich eine Schraffur. Beton bewährt wunderbar. Jetzt habe ich schon hier meinen ersten Flächenstil, der sich mitändert, erzeugt. Jetzt könnte ich sogar noch sagen, dass der Stift zum Beispiel hier sich ändert und so weiter und so fort. Lasse ich aber jetzt und mache mal einfach OK. Jetzt erzeuge ich eine Wand, gehe in den Eigenschaften rein und hier auf den Reiter Flächendarstellung. Jetzt machen wir erstmal zwei mehr Schichten. Wir wollen noch eine Dämmung dazu haben. Die Dämmung, die lassen wir so wie sie ist mit einem Muster. Und bei der Stielfläche des Betons wählen wir nun aus Subgrade Beton die 15 und sagen einmal OK. Jetzt werden wir hier die Wand zeichnen. Nicht erschrecken, wir sind noch auf Maßstabsdefinition. In der Maßstabsdefinition haben wir gar nichts eingestellt. Wir gehen aber jetzt in den Ingenieurbau Schallplanung und sehen jetzt, aha, jetzt haben wir eine grüne Wand. Und wenn wir das umwenden auf Bewährungsplanung, dann ist sie grau. Das heißt, wir können das Ganze sozusagen bewähren. Mache ich auch mal gleich. Ich suche dazu einfach das Python Part. Wo sind die denn? Python Parts. Automatische Bewährung, das hört sich doch gut an. Und da gibt es die Wand. Das bewähren wir jetzt in demselben Teilbild, weil es uns egal ist,
Wir sollten jetzt erstmal eine Wand anklicken und am besten hier drinnen. Wunderbar. Mach mal. Ihr seht, ziemlich schnell die Grundbewehrung einfach verlegt. Könnten auch noch Öffnungen und so reinstellen. Ist mir jetzt egal. Ich erstelle ein 3D-Objekt und sage erstellen und die Bewehrung ist drin. Gut. Bewehrung ist auf Rundstahl-Layer allgemein. Das heißt, dass wir die Layer auch trennen können im Schall- und Bewehrungsplan. Gut. Und jetzt könnten wir theoretisch, sozusagen, jetzt sehen wir ja die Bewehrung. Wenn wir jetzt umstellen auf Schallplanung, dann ist halt der Grünton da. Dazu brauchen wir jetzt noch ein Druckset. Wir wollen jetzt mit dem Druckset nicht nur die Oberflächendarstellung ändern, sondern wir möchten jetzt noch ändern, dass dann auch der Layer dementsprechend ein- oder ausgeblendet wird. Dazu machen wir einfach einen Doppelrechtsklick auf einen weißen Bereich in Teilbild. Wichtig, keine Funktion bitte drin haben, also deswegen vorher schön escapen. Doppelrechtsklick und schon landen wir in unserem Menü, das wir aufsuchen. So. Jetzt seht ihr zugleich, da steuert also diese Wand betontragend dieses Format im Schaltplan und im Bewährungsplan. Wir machen aber jetzt uns ein Druckset. Da sind ja alle Layer ausgeblendet. Wir machen Druckset definieren, ein neues Druckset und wir nennen das erste Druckset Schaltplan. Ordnungsgruppe ist Ingenieurbau Subgrade. Okay. Im Schaltplan wählen wir jetzt aus, welche Layer wir denn sehen wollen. Ich klappe da mal alles zu, nehme Ingenieurbau und sage jetzt einfach mal Ingenieurbau Plus. Nehme das erste, nehme das letzte und einmal hier klicken und alle sind unsichtbar deaktiviert. Geschichte. Jetzt machen wir eine neue Definition und sagen neues Druckset und nennen das Ganze Bewährungsplan. Ordnungsgruppe, klicken wir wieder auf dieses Dropdown-Menü, sagen okay. Und aber im Bewährungsplan, wenn wir den umswitchen, dann wollen wir natürlich hier alles sehen. Anwenden, okay, wunderbar. So, jetzt gehen wir hier auf unsere Layer, unten auswählen, Layer Druckset auswählen. Ingenieurbau, wir schalten auf Schaltplan. Wunderbar, die Bewährung verschwindet. Wir schalten auf Bewährungsplan und Bewährung ist wieder da und zeichnen und holen unseren Zeichnungstypen. So können wir das ganz schnell machen. So, und genauso in die Sachen wie Layer oder sonst irgendwas steuert natürlich auch Beschriftungsbilder, Maßketten und so weiter und so fort. Das können wir uns vielleicht alles denken. Wobei, machen wir mal eine Maßlinie. Machen wir mal eine Maßlinie. Aber die machen wir natürlich im Schaltplan rein. Das heißt hier und hier. Und jetzt wollen wir natürlich die Maßlinie auf den richtigen Layer setzen. Also gut, wir gehen kurzerhand her. Wir erzeugen unseren eigenen Layer dann. Okay, machen wir halt einen Doppelrechtsklick. Wieder auf eine freie Stelle im Teilbild und erzeugen unseren eigenen Layer. Dazu können wir zum Beispiel einen vorhandenen Layer auswählen. Ich habe jetzt hier nur die Layer aufgezeigt, die in meinem Teilbild vorhanden sind. Das sehe ich hier in geladenen Dokumenten. Dokument ist ein Teilbild. Jetzt mache ich mal die gesamte Layer-Hierarchie und dann sehe ich alle Layer, die Allplan so für mich bereitstellt. Und ich könnte jetzt einen Layer auswählen, der schon ziemlich ähnlich ist wie der, den ich haben möchte. Nehme ich jetzt auch. Ich nehme eine Maßlinie im Maßstab 1 zu 50 und sage neuer Layer. Und jetzt übernimmt er genau diese Eigenschaften von diesem Layer und ich kann das Ganze aber neu betiteln. In dem Fall sage ich Subgrade, also meine eigenen Layer und sage hier Schalplanung. Schalplanung, genau. Sag, das ist der Langtext, Maßlinie, Schalplan und da nenne ich das Ganze na, machen wir MLSCH. Wunderbar. Und sagen, okay, jetzt möchte ich natürlich diesen Layer noch sichtbar haben im Schaltplan und im Bewährungsplan. Schalte ich das Ganze aus. Anwenden. Okay. Und jetzt haben wir einen eigenen Layer. Tja, hier alles zuklappen. Wo haben wir unser schönes Subgrade? Subgrade.
findet es da. Dann haben wir ML. Da haben wir es doch, Schallplan. Wunderbar. Gut, den wollen wir haben. Wir haben jetzt natürlich durch die Layer-Ansicht sehen wir den nicht. Deswegen müssen wir hier auf Schallplan stellen. Dann sehen wir ihn wieder. Und jetzt machen wir die Mauslinie endlich mal rein. Stellen da unten auch noch auf Schallplan und erzeugen uns die erste Mauslinie. Natürlich müssen wir da natürlich aufpassen, dass es auf dem richtigen Teilbild landet. Schauen wir mal hier noch. Was haben wir? Wir wollen schon den Maustool haben. Ich möchte es ein bisschen größer haben. 2,5. Der Strich, der gefällt mir nicht ganz so. Ich möchte lieber einen Strich kurz haben. Kalibri ist für mich okay, aber hier machen wir vielleicht auch 2,3 noch. Jupp, 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 jupp. Das gefällt mir. Okay. Und dann setze ich das Ganze hier ab. Jetzt habe ich eine Mauslinie und meine Wand. Die Oberflächen können wir natürlich auch noch zuteilen. Brauche ich das jetzt? Ja, kann man machen. Aber wichtiger ist, dass wir jetzt ins Planlayout gehen. Im Planlayout erzeuge ich mir jetzt einen Planrahmen. Was haben wir hier eingestellt? Das ist ein überdimensionierter A0-Plan, also eine Falte mehr mit 190 mm. Wir beschriften das Ganze mit unserem intelligenten Plankopf. YouTube-Schallplan, das ist doch wunderbar. Unser Absetzpunkt ist hier. Und dann nochmal beschriften hier mit YouTube Main. Super Sache. Wir machen ja schon mal die Entwurfsansicht und holen uns auch die Konstruktionslinien und verschieben das Ganze von hier nach hier. Dann haben wir sozusagen auch gleich unseren richtigen Abstand für die Überschrift. Wir müssen natürlich noch ein paar Sachen einstellen. Das mache ich auch gleich noch im Anschluss. Aber jetzt holen wir erstmal unsere Planelemente. Unsere Planelemente, da suchen wir erstmal das richtige Teilbild und klicken hier unten darauf. Wir können hier auswählen, ob wir in der Bauwerkstruktur gezeichnet haben oder in der Ableitung oder hier in Zeichnungsstruktur. Genau. Wir waren im Teilbild 1, das wählen wir jetzt auch aus. Natürlich könnt ihr das auch von der Bauwerkstruktur überholen. Maßstab, was hatten wir für einen Maßstab? Haben wir 1 zu 50 gehabt? Weiß ich nicht mehr. Aber der Schriftfaktor nimmt er von dem Dokument her. Jetzt wähle ich noch aus: Druckset, Schallplan, Ingenieurbau, Schallplanung und setze das Ganze jetzt hier ab. Jetzt sieht man, jetzt habe ich den Schallplan hier abgesetzt. Ich mache aber aus dem Ganzen ein Planfenster von bereits. Was ist denn los? Hier. Von hier. So möchte ich es modifizieren. Das hier ohne Flächensuche. Von hier nach hier. So, also was haben wir hier eingestellt? Schaltplan, Schaltplan. Kopieren das Ganze. Einmal hier rüber. Aktivieren. Und holen uns hier Bewährungsplan, Bewährungsplan. Okay, anhüten. So, jetzt sehen wir das. Da ist was mit der Mauslinie nicht ganz gut gelaufen. Das muss ich natürlich nochmal ändern. Die Mauslinie ist auf dem Layer Bewährungsplan allgemein. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich den Layer ändern. Gehe auf Eigenschaften. Natürlich muss ich hier die drei Haken setzen, bevor ich eine Mauslinie auswähle. So, und jetzt suchen wir nochmal Halleluja MLSCH. Und werden hoffentlich fündig. Genau, hier sind wir fündig geworden. Machen Doppelklick drauf. Jetzt hat es auch den richtigen Layer. Gehen wir nochmal ins Planlayout. Und jetzt sehen wir, aha. Was ist unser Problem? Wir gehen nochmal Doppelrechtsklick. Wir gehen in unser Druckset. Wir laden unseren Bewährungsplan. Klappen hier alles ein. Haben hier Subgrid, Schallplanung, Mauslinie und das wollen wir doch anwenden. Unsichtbar, für immer, bitte. Und jetzt schauen wir nochmal unser Planlayout. Und es hat geklappt. Halleluja, wir haben die Mauslinie auf dem Schallplan und auf dem Bewährungsplan haben wir unsere Bewährung. So können wir das Ganze besser abliefern und so könnt ihr eure Bewährungsplanung und Schallplanung einfach besser koordinieren, indem ihr ein Druckset und einen Zeichnungstypen erstellt. Ja. Damit,
hier mein Plankopf noch zufrieden ist, gebe ich hier noch meine Plankodierung ein, zum Beispiel. Die richtigen Namen hat. Unsere Schalung, unsere Bewährung ist definiert. Und auch hier haben wir unsere ganzen Sachen voreingestellt von unserem Plankopf. Wunderbar. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen was dazugelernt. Jetzt kennt ihr ein bisschen mit Flächenstiele, mit Zeichnungstyp und Druck. Drucksätze arbeiten. Und so funktioniert das eigentlich ziemlich super in Allplan. Und damit ihr das nicht jedes Mal wieder neu einstellen müsst, macht ihr euch ein Vorlaufprojekt. Das kopiert ihr für jedes Projekt. Und dann habt ihr das super eingestellt. Und diese Sachen, wie ihr es hier abgespeichert habt, die speichert ihr euch am besten in einen Assistenten. Aber dazu gibt es schon ein Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Liken, abonnieren und so weiter. Und jetzt kommen da noch irgendwie saukoole Videos. Hier unten kannst du irgendwo abonnieren vielleicht. Und die Videos unbedingt auch anschauen. Die sind da. Also das sind schon die zwei. Da ist eine Playlist vielleicht dabei. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.